Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Ungarn mit dem Rennen und dem Virus. Und mit dem Virus und mit dem Camillo auch dabei. Ja, das auch, ja. So, mal eben schnell Strategie einstellen. So, Jawollingen starten, dann werden wir mal gucken tun, ob So. das diesmal alles besser wurstelt hier. Ich hasse Start. Start ist mal Kacker. Oh, das war schlecht. Da kam ich so schlecht weg gerade. Boah, da. Ja, ich werde angeschoben. Ah, Hilfe. Boah. Da kam ich auch nicht mehr um die Kurve rum. Ja, mit dem Frontflügel, das war der. Die Pissnelke hinter mir in Schuld. Hamilton, verzieh dich. Oh, nicht querstellen. Yay. Ja, du hast doch noch Vorsprung. Alles gut. Ich habe da ja gerade hinten ein bisschen Leri gemacht, kannst du sagen. Unabsichtlich, wohl bemerkt. Okay, mal gucken, ob ich mit dem, mit den geringen, ob ich mit den Schäden da, wie weit ich da komme. Wie viel hast du denn abgekriegt? Orange, ist noch alles okay. Wurde ja leider durch die Gegend geschoben vom Hamilton. Ja, das können die ganz gut. Da muss immer, da kriege ich besonders auch immer Angst, wenn die einen recht hinten hast du, dann auf einmal wupp die, ey. Oh. Diesmal gingen die Lampen so spät aus von der Startuhr. Das ist es, das, wenn, die zählt die Lampen runter, denkst jetzt 1, 2, 3, gib Gas, nein, du bist da völlig am Zittern und wartest drauf, jetzt mach, jetzt mach, jetzt. Und dann die innere Ampel sagt dann so, okay, jetzt geht's los, nein, doch nicht. Und das ist so dieser Zwischenmoment, der dann kommt Naja. und dann geht das auf einmal los. Ich dachte, boah. Deswegen, mal geht's früher, mal geht's später. Das ist echt tricky. Das ist wie Glücksspiel. Ja, so ein bisschen. Naja, machen wir das Beste draus und dann ist gut. Sieht doch ganz gut aus für uns. Dadurch, dass ich da eben diese Schwierigkeiten hatte, sind die natürlich. Na Oh, der Virus macht Ausritte. ja, Hotti wollte mal was Gras. Du fährst aber auch eine Linie, ey. Das ist schon keine Linie mehr, das ist schon. Na, das schaffe ich nicht mehr. Nee, nee. Uiuiui. Na, wow, wow. Ich muss echt aufpassen, weil ich bremse ja immer so ein bisschen später wie du, kannst du sagen. Oh, da wolltest du aber weit raus, du. Nee, zu viel Gas gegeben, direkt auf voll drauf gelatscht und dann Ach zieht er so. das so quer. Das ist dann, was du schon mal gesagt hattest. Nicht sofort auf volle treten, nur. Ach so, das war das dann, alles klar. Ja, komm rum, Mann! Halleluja. Oh, kannst du dir mal überlegen, wo du fahren willst? Spielt der Flummi hier?
Da! Wo bist du denn, Mensch? Ja, das warst du jetzt schuld. Nee, war ich nicht. Du hast mich weggegangen. So, nee, ja, du bist. Ich war außen. Du warst auf der Kurve zu langsam, da bin ich ja vorbeigezogen. Ah, ja. Weiter außen konnte ich nicht. Ja, sorgt der Camillo mal eben dafür, dass ich auch einen gelben Spoiler kriege, ja. Ja, der Virus hat nicht nach rechts geguckt. Nicht ich. Du hast außerdem unten die Pfeile mit dem Rot und so, wenn einer nah an dir dran ist, ne? Nur so nebenbei. So viele Fehler, wie du gemacht hast, war ja kein Wunder, dass ich irgendwann da außen vorbeiziehe. Ja, der Hamilton muss am Anfang des Rennens, wo wir da die Schwierigkeiten hatten, ganz schön was abgekriegt haben. Ja, wem hat er das zu verdanken? Dem Italiener. Ja, wenn er mir hinten reinfährt, kann ich nichts machen. Wenn der meint, er müsst mich schieben? Aber besser wäre gewesen, wenn der Bottas weg wäre, weil der Bottas vor dir ist in der Liste. Aber so an sich lässt sich die Strecke eigentlich gut fahren. Man muss nur aufpassen, dass man kurz in der letzten Kurve startet und Ziel nicht zu weit nach innen geht, wegen der Leitplanke da. Ich glaube, da kann man sich guten Reifen komplett wegfahren, wenn man da Pech hat. Oh, 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 zu spät gebremst. Oh. Okay. Eieiei, Bottas! Na, der ist aber gut unterwegs, so. Ja, der ist aber auch noch weit weg. Ah, ich sehe leider nicht, wer Vierter ist, sonst. Wie sieht's denn aus hier, ja? Die Kollision gerade hat dem Auto nicht gut getan, ey. Was sagen denn die Reifen? Ja, die dürften mittlerweile auch schon. 30, geht auch die 40% zu. Teils. Vorne links, hier ein 30. Hier bin ich noch vor der 30er Marke. Hm. Oh, da hat's gecrashed da oben. Da wurde irgendwer in die Wand geschoben. Jo, ich sehe es da jetzt. Gucken, wen wir da stehen haben gleich. Für den war das Rennen natürlich ziemlich schnell vorbei. Bitte lass es Hamilton sein. Ach nee, Magnussen, schade. Jo. Der Arme. Jo. Der dümpelt ja eh nur hinten rum, aber... das braucht auch nicht mehr fahren. Hat nichts verpasst. Ja, so nach dem Motto. Ja, der durfte noch nie vorne schnuppern. Oh. Der kommt ja auch ziemlich verarscht vor. Weiß ich nicht. Wofür fahre ich eigentlich? Ich krieg doch sowieso nichts von dem Kuchen ab. Ja gut, bei dem Auto, was er fährt, da kann er auch nicht viel machen, ne?
Ja, noch eine Runde und dann geht's an die Box. Ein gutes hat's, bei dem Rennen dauert die Box, der Boxenstopp nicht so lange, weil die Boxen ein, weil der Boxengasse ziemlich kurz ist. Da geht das alles. Das Lustige an der Sache ist ja, bis du hier mal jemanden zum Überrunden kriegst, weil bei der Strecke? Ja. Ja, das ist normal. Machst du nix. Boxenstopp. Musst du mal gucken, also hast du schon unten eingestellt, dass die den Flügel nicht reparieren sollen, weil sonst bist du ewig in der Box. Wow. Ja, das war gut. Jawohl, super Boxenstopp, passt. Können wir mit leben. Noch vor Verstappen rausgekommen. Nein! Ja, da hat Fu Kacka gemacht, ey. Uiuiui. Da kam ich aufs Gras. Denke, nee, da wollte ich jetzt aber nicht hin. Ja, das ist das. Und danach die Rutschpartie nach dem Gras ist auch immer so eine Sache. Aber mit frischen Reifen lässt sich die ganze Schote schon wieder 10-mal besser fahren. Gucken, wie lange der denn, wer ist hinter dir? Verstappen. Gucken, wie lange den auf Abstand halten kannst. Ich werde mich gerade reingefahren. Ich kann auch nicht schneller fahren wegen diesem scheiß 80 km/h, ey. Immer noch besser als 60. Und hier ist die Boxen, wie gesagt, die Boxengasse ziemlich kurz. Fertig, los jetzt. Oh, da ist schon wieder einer rausgefallen, sehe ich gerade. Oh, da zieht er mir vorbei. Nein! Ja, das war ja abzusehen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, hier unten hängt wieder einer. Ne, ich konnte es leider nicht lesen. Er hat den Spoiler nicht repariert, alles klar. Ja, bei Orange, glaube ich, machen die noch nichts. Nee, das, der ist noch so. Ja, war der jetzt grün? Moment. Oder dunkelgrün oder was? Ja, der ist so. Ja, nee. Also normalgrün ist ja das Grün, wie auf der Straße hast. Nur da ist er schon so hellgrün, so keine Ahnung. Aber dann. Das ist auch so ein bisschen, also nicht orange. Also nichts dran sozusagen. Ich fahre mal einen gelben Reifen, ist mir doch gar nicht so aufgefallen. Naja. Dass es die auch gibt, ey. Ich glaube, jeder Track hat so seine vorgeschriebenen Reifen oder so. Oder am besten abgestimmte Reifen. Sicher das? Ja, hier könntest du zum Beispiel keine Ultrasoften fahren, weil die werden ja so schnell im Arsch. Sorry. Ich hab grad einen trockenen Hals, warum auch immer. Heyo. So, wenn so bleibt, wäre super. Dann können wir nicht motzen.
Da hätten wir Mercedes wieder ein Schnippchen geschlagen. Manchmal blendet die Sonne, aber ey, meine Güte. Oh, die steht richtig gut, Hammer. Oh, die Reifen, mit den Reifen komme ich klar, die sind super, ey. Ja, solange die frisch sind, immer. Frisch. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ey, es haut ja schon wieder eine Zeit drauf. Was ist denn das für ein hässlicher Bengel? Nur ein Zehntel schneller. Da war ja noch gar nichts. Meine 1,21 kriege ich hier mit den Reifen und mit dem Benzin nicht hin. Will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Hauptsache gut das Rennen zu Ende fahren und der Rest ist wurscht. Ah, die S-Kurve gerade hier, diese mit dem dicken Curve da, gerade mal ein bisschen verkackt. Aber so, sag ich mal, wäre jetzt keine Kurve, wo ich sag, die ist zum Verrecken scheiße. Also die Kurven kann man eigentlich alle gut fahren. Ja, bis jetzt ist das ja angenehm. Mann, oh Mann. Ob du es auch schaffst, bevor das Rennen zu Ende ist, eins zu überrunden? Glaube ich ja weniger. Wow, kommt drauf an. Wir sind schon ziemlich weit weg. Ne? Na, ich glaube, dadurch, dass am Anfang die Probleme gab, ja gut, da mussten die ja auch ein bisschen langsamer fahren. Mal gucken, abwarten. Sind ja noch ein paar Runden, deswegen lehne ich mich da. Ach, noch komm nicht doch rum, ey! Aber die S-Kurve habe ich aber diesmal auch verkackt. Voll verkackt gerade. Ich habe in die gerade gar nicht gedacht, so. Nee. Ja. Hör auf! Hör! Ja, ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Ja, Wembo weg, Wembo weg, Wembo weg, Wembo weg. Ja, danke, Jeff. In meinem Jeff bist du gerade voll ins Wort gefallen, wo du geredet hast. Na gut. Der hat dir wahrscheinlich dasselbe gesagt wie ich. Ich weiß ich ja nicht. Dein Teamkollege liegt da. Shit now. Ja, die S-Kurve diesmal war richtig gut. Ja, gerade eben noch gekriegt. Ich wollte keine Verwarnung haben. Nee, es geht schnell. Eine Verwarnung, eine habe ich, weil anders ging es nicht. Aber du wahrscheinlich auch. Okay.
Benzin. Nö, ich habe noch keine. Okay. Na, da komme ich doch gleich langsam auf. Also ein oder zwei muss ich definitiv noch überrunden, glaube ich. Außer wenn ich langsamer fahre. Ja, ich bin da noch ein bisschen weit weg. Ich bin jetzt gerade erst auf die Gerade drauf. Und noch drei Runden. Aber ich denke mal nicht, dass ich da rankomme. Na, ich habe auch keinen Bock auf Überrundung, weil da kann man sich immer noch Sachen kaputt fahren. Muss nicht sein. Und natürlich ist es wer allein, war ja klar. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 12,4 Sekunden. Auf Wehrlein kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst. Puh, Überrundung geglückt, Gott sei Dank, ey, mein Gott. Wen haben wir da? Stoffel van Dorn, ne? Oha, da vorne ist ein dicker Zweikampf, alter Schwede, das sieht heftig aus. Oh! Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Quert gegen Eriksen. Na, ich steche da einfach mal rein. Ich sehe den gar nicht mehr. Der gelbe Punkt, da ist er. Ich guck mal, wo ist der gelbe Punkt voll zwischen den grauen Punkten? Oh, Alter, wo willst du denn hin? Oh. Ich war in so einem Sandwich drin. Hier ist einer übers Gras gefahren und da voll die dicken Spuren auf dem Rad, am Gras. Okay. Du, das sieht man aber auch jetzt erst nach dem letzten Update, ey. Quert, danke, hast du super gemacht. Die Überrundung kosten immer Zeit, meine Güte. Komm, Hülki, machst du so Platz? Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, drei Runden müssen wir ja eh nicht mehr fahren, aber passt, Chef. Oh, von daher, alles gut. Oh, jetzt habe ich es natürlich auch vor mir. Ja. Da geht immer Zeit ins Lande, besonders wenn du dann so einen riesigen Dings dann vor einem hast, so einen Pulk dann. Oh, die haben mich gerade aber super vorbeigelassen. Ja! Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Stellen an. An manchen geht's echt gut. Jo, letzte Runde und dann passt das. Jo, da bin ich dabei. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, Quiet, danke schön.
Sehr vorbildlich. Oh, da vorne habe ich Nico. Jo, danke Stroll, da haben wir uns ein bisschen vertan, aber danke. Okay, alles klar. Na egal, fahren wir so runter. Bestzeit fahren wollte ich eigentlich noch, aber egal, das reicht. Jo, jetzt wird aber wieder größenwahnsinnig, der Jo. Nö, warum denn? Ist immer gut. Nein, aber durch die Überrundung, da machst du dann nix. Jetzt habe ich freie Bahn, super. Na, ab in die letzte Kurve. Yippie, heidi, heido. Feierabend. Jawohl, Ingen. Jawohl, jawohl. Schön. Nice, yeah. Damit bleibt der Virus zwar, glaube ich, hinter dem Bottas, aber er kommt wieder ran. Wir werden es gleich sehen. Hier kommen jetzt also die Sieger nach einem aufregenden Grand Prix zum Podium hinaus. Drama und Spannung sind vorüber. Jetzt ist es Zeit, das alles erst einmal zu genießen. Gratulation für die heutigen Top 3. Ja, Bottas, wohl bekommt's. Jo. Jawohl, Leute, so sieht das aus. Ey, winke, winke, oh, hallo, Cookie. Ich bin gespannt, wie es jetzt insgesamt mal ausschaut. Hm? Mal gucken, wo der Hamilton gelandet ist. Auf Platz 6, alles klar. Ah, schnellste Runde, Alter. Ciao. Ja, jo, war ja klar. So, dann, was haben wir denn da? Jo, jo, zwei mal, Punkte hinter rein. Bottas. Na klar, da hast du jetzt natürlich, aber Vorsprung vor Hamilton jetzt erstmal klar, durch seinen sechsten Platz ist der natürlich erstmal bedient. Danach hat sich ja nicht wirklich viel verändert, die beiden Red Bull immer noch, die beiden Force India. Wir rennen auf die 400er Konstrukteursrangliste punktemäßig, Alter, geil, wow, läuft. Ja, jetzt noch ein oder zwei Rennen, dann haben wir die Konstrukteurs schon mal drin, ne? Rennleitung, weil dann können die keine Punkte mehr machen. Vorfälle, ja, dann wollen wir mal gucken. Kurve abgekürzt. Achtung, ja, ja. Oh, da Camillo, Kollision mit Hamilton. Achtung. Obwohl der mir hinten reingeballert ist. Ich hatte eigentlich was anderes gehofft, dass da noch was steht, aber. Sorry. Ja, hättest du wohl gerne. Du weißt ganz genau, dass du mir reingefahren bist, Vogel. Ja, nichts gemacht. Ja, Freunde, damit lassen wir euch jetzt auch alleine. Das war's jetzt hier aus, Hungaroring. Ja, aus Ungarn immer noch, ja. Er hat's wenigstens hingekriegt, ja. Schön. Ja, mit dem lieben Camillo und dem Virus. Der Virus sagt ciao mit V. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao.